Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu Pokémon Purpur. Ja, es kam einiges dazwischen, deswegen gab es jetzt in 2-3 Wochen keinen Pokémon Purpur. Es tut mir leid. Ihr habt lange Zeit gewartet. Ich habe ein kleines bisschen die anderen Pokémons hier so ein bisschen hochtrainiert in der Zwischenzeit. Und ja, heute war unser Ziel, sofern ich es noch richtig im Kopf hatte. Ich muss kurz selber nochmal gucken, sicherheitshalber. Dass wir zum zweiten Arena-Leiter kommen. Und dafür müssen wir durch diese Höhle. So, jetzt habe ich es hinbekommen, meinen Satz mal richtig zu formulieren. Da ist eine Echse, die will in meinem Team. Weil ich sie noch nicht habe. Oh, du bist Level 37. Ich glaube, den Kampf gewinne ich nicht. Sind die ja alle so High Level? So 15 Level über mir, dann sollte ich eventuell wirklich noch nicht hier sein. Wir testen es einfach an dem Medite. Medite, würdest du mir auch in den Hintern treten? Ja, die sind ja alle Level 37. Okay, hier sollte ich noch gar nicht sein zu dem Zeitpunkt. Das wusste ich beim letzten Mal nicht. Natürlich hat mich mein Kollege gespoilert. Also zumindest versucht. Aber ich habe nach... für dieses Gebiet bist du noch nicht. Und dann habe ich schon aufgehört zu lesen. Ja, Geosali hat gerade das Zeitliche gesegnet. Also muss der Psycho-Orden wohl noch etwas warten. Ja. Aber damit weiß ich dann wenigstens selber. Ich hasse es, wenn man mir in den Kommentaren halt schon sagen will, hey Junge, du bist noch nicht so stark genug für dieses Gebiet. Ich mache das lieber wie jetzt gerade. Reingehen, rausfinden, okay, ich bin noch nicht stark genug und ich gehe woanders hin. So habe ich es viel lieber. Das heißt, damit müssen wir noch warten, bis wir ungefähr beim 40er Bereich sind. Okay, dann machen wir es anders. Wir fliegen jetzt hier hin. Ich schicke mein Pokémon nochmal zum Pokémon Center. Und ich werde dann wohl erstmal auf das nächste Herrscher-Pokémon, beziehungsweise auf das erste Herrscher-Pokémon mal eingehen. Wie gesagt, ich habe es viel lieber, ich finde es selber raus und pfeif rein, als wenn ich gespoilert werde. Das habe ich viel lieber. Ich weiß, ihr habt das Vorwissen. Viele von euch haben das Spiel gegen das zu mir wahrscheinlich schon durch. Es ist schön für euch, aber wie gesagt, ich pfeif lieber selber rein, als dass ich gespoilert werde. Also dich habe ich schon, das weiß ich noch. Will ich hier erkunden? Eigentlich will ich ja straight zum nächsten großen Gegner, ne? Da unten laufen ein paar Scheinuchse. Und da ist eine Höhle. Ich will in die Höhle zumindest gucken. Hallo, werde ich hier gereckt, wenn ich reingehe? Komme ich da überhaupt hoch? Warte, mit einem gezielten Sprung von hier. Jawollo! Um Bolanen zu erreichen, bitte dem Pfad durch die Höhle folgen. Ich glaube, ich bin durch den falschen Eingang gegangen. Der ist auf jeden Fall ein Pokémon-Trainer, ne? Scheinux, dich haben wir noch nicht. Und ich bin mega overpowered für dich. Upsen. Ich werde wahrscheinlich keins der Pokémon hier gefangen kriegen, weil ich so stark bin. Ich will jetzt auch nicht irgendwo online nachgucken, was die eigentliche Reihenfolge wäre.
Also weder ihr spoilert mich noch ich werde nachgucken, welche Reihenfolge ich dieses Spiel eigentlich spielen sollte. Lasst mich alles selber rausfinden. Es ist schön, wenn ihr Vorwissen habt, aber behaltet es für euch. Ich glaube, die Pokémon-Trainer hier schneide ich sogar raus, wenn ich sie bekämpfe. Wir gehen einfach straight auf dieses Herrscher-Pokémon. Wo ist das denn von der Karte her? Ich weiß, dass es übrigens, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, sehr, sehr viele Updates gab. Eventuell ist das eigentlich der nächste Orden, den ich holen soll. Lass erstmal dahin. Ich will die Infos mir angucken. Okay. Der Herrscher der Steinklippe. Ach, hier wäre auch noch mal ein Geosali. Ich muss hier mit einem schwächeren Team noch mal ran, wenn ich die Pokémon hier fangen will. Wenn hier eventuell das ein oder andere neue Pokémon rumrennt. Wenn ich sie one-hitte, kann ich sie ja auch nicht fangen. Ne? Ah, liebe Schluckpuck. Ding, 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 ding. Das erinnert mich an diesen einen Fuchs-Song. Der Kampf ging ultra schnell. Wie viele Trainer habe ich verpasst? Vier Trainer habe ich verpasst. Schön. Die hole ich mir offscreen. Ich benutze nicht mal Lokoko, ne? Will ich nur mal anmerken, was ja eigentlich mein Haupt-Pokémon ist. Oh, wir werden angerufen. Okay. Okay. Ich werde dran denken. Ich werde wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, was Erkunden angeht, offscreen machen. Also erwarte da nicht zu viel, Leute. Ich habe ja jetzt schon die letzten Folgen gefühlt ein bisschen zu sehr erkundet. Also da hatten wir ja echt gar keinen Story-Fortschritt. Einfach geradeaus? Einfach geradeaus durch. Okay. Das da unten sieht eigentlich sehr interessant aus. Ihr hasst die Minze. Wahrscheinlich zum Kochen da. Da unten sieht halt aus, als ob ich da was einsammeln kann. Kurz bevor ich bei dem bin, will ich aber abspeichern. Einfach nur sicherheitshalber, falls ich mit dem Team runtergehen muss von der Kampfkraft. Was bist du denn? Ich will dich zumindest bekämpfen. Was bist du? Eine Klippe. Oh. Ich kann ihn angreifen, ohne dass er stirbt. Er ist wahrscheinlich ein Gesteins-Pokémon. Okay, Wutpanzer. Wirkt wie eine irre krasse Fähigkeit. Alle Werte hoch, aber dafür Initiative und Spezialverteidigung runter. Okay, wenn du ein Gesteins-Pokémon bist, sollte das dir nicht viel Schaden machen. Ich will dich fangbereit kloppen. Das Gute ist, du machst mir auch kaum Schaden. Außer damit. Interessiert, was die Bedingungen für Wutpanzer sind. Dass sich das aktiviert. Dass ich einen starken Treffer gemacht habe oder dass der richtig viel einstecken musste. Das Makuhita hinter mir war verwirrt.
So, und wisst ihr was, weil ihr hier die gute alte Noir so lange nicht mehr hören konntet, darf sie jetzt Klippe vorlesen, aber aus dem Pokédex und nicht jetzt aus dem Bereich hier. Klippe, das Lauer-Pokémon. Steile Klippen sind sein Zuhause. Es bewegt sich seitwärts, um Attacken auszuweichen und greift gegnerische Schwachstellen mit den Scheren an. Na Leute, lang nichts von euch gehört. Hier habt ihr Knabon, das Feuerkind-Pokémon. Im Kampf erreichen seine Flammen Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius. Es hat eine Vorliebe für Bären mit hohem Fettgehalt. So, Shining übernimmt wieder. Danke, dass ich auch mal wieder reden durfte. Ja, Leute, ihr habt gerade gemerkt, dass ich drin auch noch ein Pokémon habe vorlesen lassen, nämlich Knabon. Mir ist das nämlich noch aufgefallen. Ich habe dieses Pokémon neu Ossing gefangen. Also so zwischen den Folgen. Ich meine, ich hatte noch ein Pokémon Ossing gefangen. Das suche ich eben kurz im Pokédex. Ich habe jetzt den Pokédex nochmal durchgeguckt. Da war offenbar doch kein neues Pokémon außer Knabon. So, hier oben wartet wahrscheinlich wieder ein Gespenst. Die geben immer so viele Münzen, wenn man sie besiegt. Aber ich will mal so in die Ferne gucken, ob ich eventuell das Herrscher-Pokémon schon sehen kann. Außerdem kann ich mir gut vorstellen, dass zumindest irgendwas auf dem Boden sein wird. Ja, hier ist eine Dame. Metronom. Oh, ich kann jetzt Metronom herstellen. So, direkt vor uns ungefähr, ne? Falsche Taste, Entschuldigung. Ich verwechsel die Tasten immer noch. Ja, so direkt vor uns. Machen wir eben kurz das Gespenst hier fertig. So, Gespenst ist K.O. Alle ab. So, hier vorne ist es. Laut der Karte. Es ist das, was da an der Wand klebt, wahrscheinlich. Ich speichere eben kurz ab. So, ich habe kurz abgespeichert und sogar Riolu eben kurz an die Spitze gepackt. Let's go. Was muss ich tun, um an dich dran zu kommen? Du scheinst mich ja veralbern zu wollen. Wahrscheinlich kann ich dich erst auf der Spitze bekämpfen. Klippe, Herrscher der Steinklippe. Ich habe mich kurz aus dem Bild gepackt. Okay. Machen wir erstmal Zertrümmerer. Kann ich dich überhaupt fangen? Ernst gemeinte Frage. Ich hatte eh nicht vor zu fliehen. Erstmal prüfen. Ah, okay. Guck mal, ich habe eh keine Pokébälle zur Verfügung gerade. Das heißt, den darf ich nicht mal fangen. Okay, dann kann ich dich ohne Bedenken umnieten, ne? Der haut einfach ab. Was fällt dir ein, einfach abzuhauen? Ich spring dir in den Rücken. Ich glaube, das ist seine Höhle. Das ist irgendwas. Das werden wir jetzt herausfinden. Es hat ein Gewürz gegessen. Oh nein. Und der Kollege kämpft mit. Sie was? Hier nutze ich ruhig die Terra-Kristallisierung. Ich glaube, der Muschas wird hier wenig ausrichten.
hat einfach eine gigantische Faust auf dem Kopf. Genial. Ist hier drüben. Das war sehr effektiv. Jetzt habe ich noch gar nicht nachgeguckt, was hier der Wutpanzer. Also ich denke mal, dass ein kritischer Angriff, also einer, der sehr effektiv ist, das auslöst. Oh, der macht auch zur Tümmerer. Der macht mich nach. Oh, machst du nur Silberblick? Mach doch wenigstens Aquaknach oder Blubber. Er greift da nicht mal mich an, ne? Okay, wenn ich diese Herrscher-Pokémon wirklich nur besiegen muss und nicht mal fangen, dann wird das einfach. Jetzt hast du fein gemacht, Riolu. Mann, ein paar wilde Pokémon haben ja mehr XP gegeben als der. Oh, Geosadi entwickelt sich. Boah, ich bin gewandt. Zu was wird der Mario Pilz? Irgendwie sieht das Vieh aus, als ob es Minecraft entsprungen wäre. Na, viel Spaß. Lies das mal hier bitte kurz vor. Sedisal, das Steinsalz-Pokémon. In seinem Körper komprimiertes Steinsalz zu harten Salzgeschossen. Wenn es diese abfeuert, durchdringen sie selbst Eisenplatten. Danke, Noah. Ich will gar nicht wissen, wie viel Durchschlagskraft diese Salzgeschosse haben. Ich will sie auch nicht abbekommen. Du kannst dich definitiv wahrscheinlich nochmal entwickeln. Pökelsalz. Der Anwender pögelt das Salz im Ziel mit Salz ein, wodurch dieses jede Runde Schaden erleidet. Stahl- und Wasser-Pokémon leiden besonders darunter. Oh, das ist sehr gut gegen seine natürlichen Feinde. Das nehme ich auf jeden Fall anstatt Eisenabwehr. Ist ja mega praktisch. Nebenbei bei Sequenzen mache ich mich natürlich wie immer raus, ne? Kennt ihr ja. Und die anderen beiden gleich mit. Naja, so ein frischer Pfand ist jetzt nicht. Aber es ist schön, dass du mir zu Hilfe kommst, wenn ich gegen sie kämpfe. So, sammeln wir jetzt instant das Gewürz ein oder muss ich jetzt einmal quer durch die Höhle? Nee, wir finden es direkt gut. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Was sagt das Buch denn dazu? Okay. Du kochst uns was Schönes? Oh, das ist ja nett. Ein Orden? Boah, da kriegt man selber Hunger. Ich glaube, Miraidon mischt auch ein Stück. Ja, kriegst ja was. Und schon ist Miraidon beleidigt. Aber... Na gut. Und weg ist es.
Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Ich glaube, es war richtig so. Okay, werde ich machen. Du solltest das nächste Mal einfach für Miraidons eins mitmachen, ne? Pepper? Okay, das letzte davon, das war merkwürdig. Okay, ja, ich höre dir zu. Das wird sicher nicht nützlich. Ah, ich kann jetzt Pokémons von den Bäumen prügeln. Früher hat man das über TMs gemacht. Wahrscheinlich kann ich damit auch größte Schluchten überqueren, wenn ich damit Anlauf nehme und dann springe. Zumindest kann ich mir das sehr gut vorstellen. Warte, wir können es ja mal testen. So weit komme ich bei einer normalen. Ja, so ein kleines Stück weiter, würde ich sagen. Okay, Leute, ich guck, dass ich jetzt hier an der Stelle sitze, wo mich am besten niemand verprügeln will. Da hat mir schon einer auserwählt. Hocken wir uns doch einfach hier in die Ecke und beten. So. Wir können zumindest nicht von hinten kommen. Ja. Beim nächsten Mal würde ich sagen, gehen wir hier hin, holen uns den nächsten Orden. Danach machen wir hier die Straße der Sterne, versteckte Feuermitglieder. Und ich denke mal, dass so rum dann eventuell auch die richtige Reihenfolge ist, dass ich danach dahin muss. Und halt immer so weiter. Dass ich so rum mich eigentlich arbeiten soll. In neuen Pokémon hier gucke ich eventuell noch vor der nächsten Folge, dass ich Shinux zumindest noch fange. Eventuell mache ich es auch noch irgendwann nebenbei, sonst offscreen. Naja, wenn es euch heute gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Tschüss!